Andreas Franz hat Zeit. Eine ganze Langeweile Zeit. Das ist nur hier besonders langweilig, wenn man dann hier die ganze Zeit drauf guckt. Und es passiert nicht allzu viel, da wird es dann auch schön stressig. Da darf man nicht ganz so ungeduldig sein. Und na, nur nicht überstürzen. Aber was eigentlich? Wenige Stunden zuvor. Trübe Aussichten im Panoramabecken. Andreas Franz und Lothar Dudek bereiten die Sanierung der 19 Jahre alten Unterwassertechnik vor. Wir bauen unseren Filter um. Der hat so einen schlechten Zustand, dass er nicht mehr richtig arbeitet. Er erfüllt nicht mehr seine Aufgaben. Das Problem ist, dass die Plaste, die er verarbeitet wird, einfach spröde wird im Laufe der Jahre. Das bricht dann. Lässt sich dann noch nicht mehr reparieren, nicht mehr schweißen und ist einfach verschlissen. 50 Fische würden hier bald auf dem Trockenen sitzen, wenn sie nicht vorher freiwillig in eine Falle gingen. Warte mal, bleib mal ruhig. Ich muss erst mal die Tür hier festmachen irgendwie. So, Moment, jetzt musst du rund. Ich glaube, wir sollen nämlich hierher aufgehen. Da wird der Tierpfleger zum Tierjäger. Also, warte mal, nee, halt. Stell dich mal hier drauf. Ja, wir stellen sie ja drauf. Hier drauf stellen. Ja. Sag mal, Andreas, wie haben wir das gemacht? Das haben wir jedes Mal anders gemacht. Ich weiß das nicht mehr. So oft machen wir es ja auch nicht. Kommst du ran? Flieg nicht, nein. Wir füttern dann hier drin, locken die Fische da rein und können dann mit der kleinen Handkescher oder mit der kurzen Kescher hier haben eine Chance, hier Fische rauszufangen. Die Falle ist praktisch geteilt. Da gibt es einen Teil, den man nach unten öffnen kann. Ein zuen Teil. In dem zuen Teil wird dann das Futter reingeworfen. Die Fische schwimmen da rein und dann wird einfach der flexible Teil zugezogen. Der Hunger treibt sie rein. Ja. Na dann. Petri Heil. Futter ist drin, müsste eigentlich Anreiz genug sein. Aber werden die hier auf die Falle reinfallen? Hier hat der Tag noch gar nicht angefangen. Lilo und Raki, die beiden kleinen Pandas, dösen. So früh am Morgen ist bei denen nichts los. Die Lieblingsspeise der Pandas. Schmackhafte Bambuszweige. Restlos abgefressen. Na, guten Morgen. Guten Morgen. Na, steht ihr jetzt auf? Wir freuen uns. Zum Glück kommt jeden Morgen zuverlässig ein Bambuslieferant in Form von Jockgräser. Na Lilo, na? Alles gut, mein Schatz? Ja, es gibt gleich was. Gibt gleich was, mein Schatz. Gibt gleich was. Ich werde es noch fix einen Bambus wechseln, weil die haben meistens Hunger. Ja. Aus alt? Na komm her, mein Schatz, komm.
mach neu. Mal zeigen, sehen, ob ich das jetzt abkriege. Ja. Mal hier. Doch der Panda. Na, ist das lecker? Ist wählerisch. Ist gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Mal hier. Lilo. Lilo, komm mal hier. Was denn? Das hat ja wohl nicht geschmeckt. Jetzt muss er erst mal noch rundherum klapsen hier. Na, komm mal her, komm. Ist der nicht ganz fein? Guck mal hier. Ist der fein? Na, schön, dass die einfach so vorbeiläuft. Das ist eine Gurke. Ich muss den aber noch mal teilen für den Ragi mit, ne? Ja, warte. Kriegst gleich was. Guck mal hier. Joa. Für die Gunst der Pandas muss Jörg sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Komm mal hier, alte Schnecke. Guck mal, magst du Banane essen? Komm mal hier. Guck mal hier. Magst du die essen? Das ist eine Banane. Die isst du ja eigentlich sehr gern. Und wer garantiert, dass das kein krummes Ding ist? Oskar und Klaus im Rotlichtmilieu der Tierklinik. Die Wunden sind verheilt. Nun wollen Petra und Christa die beiden wieder nach Hause bringen. So, Christa, heute ist der Tag. Heute werden die zwei, kommen sie heute in der Anlage zusammen. Und bleiben eben dann getrennt von den anderen. Und da kommen sie in die City-Anlage. Ja, ist ja gut. So, Oskar ist auch wieder gesund. Da geht es wieder viel, viel besser. Wir haben sie ja jetzt behandelt. Wir haben die Federn gezogen, die Feder verschlissen, angefressenen Federn. Dann hatte sie hier eine Entzündung im Beinchen. Das haben wir dann auch behandelt. Hat sie Antibiotika bekommen, 5 Tage lang. Und macht jetzt wieder einen guten Eindruck und belastet auch den Fuß wieder. Und es sieht gut aus, sodass sie jetzt eigentlich wieder in die Anlage kann. Hm? Okay. So, ich werde mal ein Glas runter. Ach so, ja, da gehe ich mal mit Oskar raus, der muss das ja nicht sehen. Was jetzt kommt, Oskars Bruder, hat da so seine Erfahrungen. Klaus hat schon viel durchgemacht, wir mussten schon viel fangen und da muss er halt jetzt das. Der sieht das schon wieder, er ahnt schon wieder, was passiert, aber es nützt ja nur alles nicht. Aber auf der Hand, so wie jetzt Oskar, kommt er nicht. Klausi, komm. Komm, mein Klauschen, komm. Mein Süßer, komm, komm. Und da kommst du runter, runter. Wer kann diesem Feger widerstehen? Wenn Orang mein Bimbo schlechte Laune hat. Ist besser abzutauchen. Frank Schellhardt und Sebastian Schorr wollen Bimbo und seine Truppe reinholen. Jetzt werden die unplanmäßig eingesperrt, da ist da immer wieder was Neues. Da muss man immer bitte sich verstecken, bis sie weg sind und dann ist wieder gut. Hinter den Kulissen warten schon Kila, Mutter Dunja und ihr Baby Maya darauf, die Anlage zu stürmen. Da kommt man mal zurück. Seit dem Babyklau im Dezember gehen die Pfleger kein Risiko mehr ein. Na, ist er schon weg. Nur Padana darf zu ihnen. So, Bimbo ist weg. Da würde ich sagen. Von mir aus sind wir los. Also, gut, kannst du anfangen. Das jetzt sieht Badana. Das jetzt die Kila, Dunja und die Maya, die jetzt bei das Baby, was bei der Dunja im Genick ist. Seit 2 Monaten nun sitzt die kleine Maya ihrer Mutter Dunja im Nacken. Und das wird die nächsten Jahre so bleiben. Ah, das ist natürlich für so eine Mutter auch eine Riesenbelastung. Ein Schimpanse oder Gorilla, der ist natürlich viel, viel eher mal unterwegs. Ne?
oder geht schon mal einen Meter weg, was so ein Ohrhang überhaupt nicht macht. Ne? Und die Mütter, die trainieren dann schon die Kinder, dass sie die irgendwo mal dranhängen, auch mal neben sich, also immer in Reichweite. Na, also der Ohrhang ist so derjenige, der am längsten mit braucht und am längsten mit bei der Mutter ist. Doch dann zeigt auf einmal Kila Interesse an der kleinen Schwester. Ist das wieder eine feindliche Übernahme? Auf der Lauer, auf der Mauer, Fischer Franz bei der Jagd. Auf den kapitalen Blaustreifen Schnapper. Er guckt immer vorbei, aber es steht nicht mehr so davor. Er hat wahrscheinlich gemerkt, es gibt jetzt keine großen Garnelen mehr. Und die von unten, das ist ja verhältnismäßig schlau. Da hat man auch gemerkt, dass von unten an die Garnelen nicht rankommen. Das hat er zwei, dreimal versucht. Und er probiert auch gar nicht mehr von unten die, die man durch den Boden sieht, zu kriegen. Das hat er schon mitgekriegt. Also doch erstaunlich, wie clever die hier sich anstellen. Das ist ein harter, aber fairer Kampf. Mann gegen Mann. Man kann ja keine drei Stunden sitzen und ja bloß immer hingucken, dann schlägt dann irgendwann die Stirn aufs Gitter auf. Krieg. Das macht den richtig bisschen fertig, dass da nicht in die Garnelen rankommen. Der wird schon noch reinkommen. Ja. Magst du die jetzt nicht essen? Auch der Panda lässt sich nicht so einfach ködern. Na schön. Das war wieder mal nichts. So, ich lege jetzt hier eine Banane hierher. Jetzt kannst du mal gucken können. So, hier ist die Banane. Genau. Genau, da ist die Banane. Echse. Nicht gut. Nein. Das gibt's gar nicht. Die da schüttelt sich. Ey, die frisst ihr sonst gerne. Du bist eine richtige alte Spinneräse, weißt du das? Also, das kann nicht wahr sein. Die schmecken dir heute wohl nicht, oder was? Also, gibt's denn sowas? Hab ich immer nicht erlebt. Aber Jörg gibt nicht auf. Jetzt soll eine Strickleiter die beiden bestricken. Hasis, ihr braucht jetzt nicht zu erschrecken, ne? Wir werden natürlich jetzt erstmal in die höchsten Äste flüchten. Ja, das kennen sie ja nur noch nicht so. Nee, hat man je einen Panda auf einer Strickleiter gesehen? So, nun bin da kommst du wohl schon gucken, Lilo, was da los ist. Irgendwie müssen die Faulpelze hier doch zu fesseln sein. So, jetzt will ich bloß noch mal fix dran rumwurschteln, die auch wirklich hält, so wie ich das... Ey, das ist gut. Also ich denke mal, ey, wenn die sich hier ein bisschen Mühe geben... Lilo, hey, gib doch mal ein bisschen Mühe. Na, ob sie den schwankenden Planken hier trauen? Klaus muss jetzt hier raus. So. Mhm.
hier, der wird sogar gefahren, der Klaus. Klaus wird sogar gefahren. Ja, wunderbar. Man reist im Wohnmobil und zu Fuß. Fliegen gibt's nicht. Ja, ich möchte es auch nicht. Es kann sein, die Federn, auf der einen Seite hat sie keine Federn, dass sie vielleicht dann runterstürzt und dann sich vielleicht hier den Brustmuskel aufschlägt. Das möchte ich nicht. Aber sie möchte natürlich gerne. Ja, hier. Ja, nee, Mäuschen, das geht nicht. Ich halte sie fest. Falls sie doch kommt. Also, oh ja, halt sie fest, nicht, dass sie. Dass sie vielleicht doch irgendwie losstürzt. Nee, das möchte ich auch nicht. Oskar, du kommst mit dem Klaus zusammen. Ich habe es schon gesagt. War schon einverstanden damit. Komm raus! Klaus! Der schreit, der hat Angst. Komm raus! Komm raus! Klaus, du hast es jetzt gut, du kannst rauskommen. Komm raus! Komm, Klaus! Na los! Hier geht's nicht rein, Mäuschen. Komm, mein Klauschen, komm. Na, komm raus. So ist fein. So, nun komm hier ans Gitter hoch. So ganz ruhig. Komm. Siehst du. Ach, das ist aber niedlich eingerichtet. Oh. Ja, extra für Oskar. Hat die Kerstin gemacht. Ich habe eine Hand aufgezogen. Ja, war geil. Hier, mein Schatz, geh mal hoch. Guck, da das geht doch gleich rein. Ja. So, fein, Klaus. Ja, da wird dann gleich rangehen. Der ist ein bisschen schüchtern. Das, was er alles durchgemacht hat, also. Schüchtern? Na, der hat auch viel durchgemacht. Ja, aber der hat ja noch mehr durchgemacht, was? Unser Klaus. Nee. Ja, wo der trotzdem mal mit den Acheranas zusammen war, nur freilich. Wo der so aussah wie so ein kleines, gerupftes Huhn. Na, Eskalin hat auch viel durchgemacht. Ja. Unser Klaus. Und wir haben auch was durchgemacht, oder? Ja, ja, ja. Genau, alles klar. Es ist ja alles gut gelaufen und jetzt sieht es erstmal gut aus. Wir können zufrieden sein. Ja. Haben wir nicht alle ganz schön was durchgemacht? Im Pongoland hält Kila immer noch ihre kleine Schwester in Beschlag. Schaut tatenlos zu. Oh, ganz flott unterwegs. Ne? Sie nimmt's wie die Pfleger gelassen. Ihre ältere Tochter Kila darf das nämlich. Ja, die hat das jeden Tag. Ein paar Mal ist auch sehr, sehr vorsichtig damit. Die Dunja ist eigentlich froh, wenn es mal los ist. Ja. Sie gibt es also ohne weiteres auch weg. Sie beobachtet zwar jetzt, was die Kila damit macht, aber sie vertraut eben schon der Sache, dass es ja jeden Tag ein paar Mal hat. Vertraut sie ihr also schon, dass da nichts weiter passiert. Es ist zwar nicht das Normale, dass die Mutter das Kind so weggibt, aber für die, sag ich mal, jugendlichen Frauen ist das natürlich ideale Trainingsmöglichkeit. Ja, und die Dunja ist froh, die geht natürlich immer ihre Wege. Und geht mal dort hoch in die Sonne und sagt mal, jetzt bin ich es mal los. Ist natürlich nicht das Ideale, nicht die allerbeste Mutter. Aber sie ist so. Ein kleines Nickerchen in Ehren. Ja, es wird aber die Kila, ja, die will das los haben, die will ja auch klettern draußen. Ne? Das fordert sie die Mutter schon wieder oft, dass sie nur wieder das Baby übernimmt. Ne? Sie will jetzt mit der Badana ein bisschen spielen gehen. Ne? Ja, bitte, ja, es schiebt es rüber, dass die kleine Hand an der Dunja ihr Fell geht und zieht sich wieder rüber. So, nun hat sie es übergeben, nun kann sie wieder rumtollen. Ne? Die Welt ist wieder so richtig in Ordnung. Hüben wie drüben.
Bei den Säbelantilopen ist schon das dritte Baby geboren. Viel Arbeit für Marco Mehner und René Vorberg. Ja, ich mache jetzt mal hier die zu. Wir trennen die jetzt mal hier ab. Ja, das war erst und mal dann draußen. Können wir ja hier noch mal sortieren. Die Herde soll nun auf die Anlage. Jedoch nicht die Mütter mit den Kindern. Denn für die ist es da draußen noch zu kalt. Ein wahres Antilopenpuzzle. Naja, im Normalfall, wenn wir das jetzt täglich gemacht haben, standen die Mütter mit ihren Kindern irgendwo da in den hinteren Boxen sozusagen. Da war es ganz einfach, hüben und drüben schnell Schieber zu und fertig. Aber heute natürlich stehen sie halt hier vorne mit vorm Schieber ins Vorgehege. Und naja, jetzt müssen wir die erstmal irgendwie auseinanderfitzen sozusagen. Also es sieht jetzt ein bisschen schwierig aus momentan. Siehst du die Mila? Das müsste die hier eigentlich sein. Nee, die steht, also die Marefa also auf jeden Fall ist hier, das ist der Barra. Genau, mit den das zwei. Ist nämlich der Barra. Könnt die ja schon mal raus hier? Geh mal raus, komm. Raus. Die noch raus. Los. Oh, Bock. Naja, so. Lass uns die erstmal hinternehmen. Das ist ja schon mal, ist auch draußen. Das ist schon mal eine gute Sache. So, wer ist denn jetzt hier noch zu viel? Ich mach's mal hier zu. So, also die hier vorne muss noch raus auf jeden Fall. Vorwärts. Ups. Ab, los. Das ist ja blöd. Mensch. Also wir haben es fast sozusagen. Bleib draußen. Man kann schon ein bisschen reingehen, um Druck auszuüben, aber momentan ist sowieso Maria, das ist eher schwierig, weil die jetzt alle auf dem Haufen stehen. Da wissen wir nicht, ob das richtige Tier wegrennt. Maria, komm. Oh, jetzt kommt der Bock wieder rein. Hey, geh. Und natürlich besteht eine gewisse Gefahr dadurch, dass sie die Jungtiere haben. Also die Mütter neigen dazu, ihre Jungtiere auch zu verteidigen. Die greifen uns jetzt nicht wirklich an, aber die nehmen dann schon mal den Kopf runter und zeigen, hier, das passt uns nicht. Und, geh. Ja, natürlich, Sicherheitsgedanke steht ganz weit oben und deswegen kann man da nicht einfach hier reingehen und umsperren, wie man will und die Tiere da bewegen, wie man will. Also nicht mit Druck zumindest so sehr. Los. Vorwärts. Hey, pst. Die geht aber, ich kann nicht, die greift ihn an hier. Ja, dann lass es mal lieber. Warte, das sieht fast gut aus. Fast ist aber noch nicht ganz. Oder? Diese Geierdame ist neu, zugezogen aus dem schwäbischen Tripsdrill. Ja. Und jetzt? Gott, gib mal dein Händchen. Also. Oh. Wollen die Pfleger und Christa Bachmann Hallo. Sie auf das Leben in der Leipziger Freiheit vorbereiten? Das ist unser neues Weibchen. Wir haben ja einen Männerüberschuss gehabt bei uns. Und haben nur ein Zuchtpaar und die anderen beiden Weibchen, die passen nicht so richtig zum Zischen. Also das eine ist eine Handaufzucht, die hat nicht genug Geierverhalten, um zu zischen. Und die andere hat nur ein Auge, deswegen fällt die auch von Natur aus raus. Die kommt da zwar gut zurecht, aber zum Zischen ist die nicht geeignet. Deswegen wollen wir gerne noch ein Weibchen dazu haben. Haben also einen Mann weggegeben und ein Weibchen dazu gekriegt. Und in der Eingewöhnung hat sie sich jetzt schon als sehr sympathisch herausgestellt. Ja. Nee, das stimmt schon. Also wirklich ein ganz ruhiges Tier und sehr freundlich, hat keine Probleme gemacht. Wunderbar. Und jetzt ja, okay. Ist ein großer Tag, jetzt setzen wir sie rein. Nur in die Ecke drängen? Da hinten geht es am besten eigentlich. Weil hier mit dem anderen Schieber, das ist blöd. Da kann die mit den Krallen rein, da drüben geht's besser. Zunächst muss die Neue was über sich ergehen lassen. Ja. Habt ihr sie? Ich hab sie erstmal, aber nicht richtig. Könnt ihr euch auf die Kiste tun? Damit sie unverwechselbar wird.
kommt jetzt der Transponder, der elektronische Gaia-Ausweis. Ist auch nicht schlimm. Nee, dann gehe ich nicht verloren, ne? Wenn mich jemand klaut. So, sitzt. Dann macht er schon mal. So, warten wir noch ein bisschen. Feine, ne? Ja. So, ich nehme die Füße. Ne? Jawohl. Jetzt wird sie erstmal gleich merken, Moment, dass sie wieder Freiraum hat. Die Formalitäten sind erledigt. Jetzt in die Freiheit. Ich hab ganz schön Kraft, ne? Allerdings, geht das? Ja. Die befindet sich. Maria, schließt du auf? Nur 10 Meter weiter. So, was machen wir dann? Dann setzen wir zuerst die Füße ab. Nee, bei 3 wegschmeißen. Einfach. Bei 3 wegschmeißen, okay. Wegschmeißen. Einfach so. Das Antilopengeduldsspiel. Jetzt rennen die alle rüber. Geht in die zweite Runde. Wenn jetzt die Jungen mitgehen, musst du die andere Tür zumachen. Geh. Los. Ah, die geht auch mit. Das ist ein Kraus. Ja, pass auf, wenn die jetzt durchstehen, machen wir jetzt hier mal zu. Und jetzt müssen wir die bei irgendwie rausfitzen. Das wird schon werden. Kann ja nicht so schwer sein. Maria, geh jetzt rüber. Also sonst ging das, wie gesagt, immer einfach, aber heute ist wohl für Effekt. Ja. Was für ein Affentanz. So, jetzt ist die Maria schon mal hier. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Blöd. Jetzt fehlt noch eine. Ah, die kommt. Schon, mach schnell auf, die geht. Sauber. Kein Jungtier mit? Gut. So, haben wir jetzt okay, jetzt haben wir es geschafft. Also das lief jetzt wieder erwarten doch ganz gut. Jetzt haben wir die Herde getrennt. Also hier drüben auf der linken Seite sind wirklich nur noch die 3 Mütter mit ihren Kindern. Und die bleiben jetzt, wie gesagt, drin. Die anderen schmeißen wir jetzt noch mit zu den Zebras und Gazellen raus auf der Außenanlage. Endlich Ruhe im Mutter- und Kindheim. Für die Pfleger ist die Arbeit aber noch lange nicht getan. Da gehe ich vor ans Tor und du schickst alles vor, was? Marco macht jetzt den Weg frei. Auf die Savanne. Oh, es ist aber kalt. Muss man noch hier zumachen. So, René, es kann jetzt im Prinzip losgehen. Ja. Jetzt kommen die Tommies als erstes. Die schlendern dann meist so relativ langsam hier vor. Und da kommt aber dann ziemlich zeitnah die Zebraherde. Da müssen sie dann ein bisschen loslassen. Sonst dauert es immer so ewig mit denen. Und vorwärts, jetzt kommen die Zebras. Ja, wenn die so geballt auftreten, da machen die dann schon flinke Füße, die anderen. So, fehlt noch der Gromit, der kommt immer hinterher gewackelt. So, meine Güte. So, was? Fehlen nur noch die kinderlosen Antilopen. Los, fort. Raus mit euch. So, ist fein. Ja, los, fort. Aber ob die... Vorwärts. Na los, ab. Freiwillig. Los jetzt, raus hier. Psst. Raus mit euch. Vorwärts. Das Feld räumen. Die neue Strickleiter. Lässt die Pandas nicht mehr ruhen. Jetzt tut sie erst mal so ein bisschen desinteressiert, ne? Na Lilo, los, komm, mach noch mal. Geh noch mal gucken. Los, zeig uns mal deine Kletterkünste hier, Lilo. Hä? Siehst du? Wie sieht's aus? Gefährlich. Das ist auf jeden Fall... Also wenn sie es nutzen, ist es eine Bereicherung für die Anlage auch mit, diese Klettermöglichkeit.
Schön, die haben ja schon diese Naturbäume drin. Aber es ist eben auch mal wieder was anderes. Ganz fein machst du das, ne? Ganz fein machst du das. Dann geh noch mal gucken. Alte Mutter, jo, ist so ganz fein, ha? Endlich Erfolg. Aber so viel Sport macht hungrig. Ach süß, halt die kleine Gusche und die Zunge, wie die dann auch die Blätter aufleckern. So, ne? Wie geschickt die das auch machen, sowas abzufressen. Das ist schon toll. Jetzt sieht man schön, wie die jetzt zugreift, oder? Mit den Pfoten. Und dann tut die das so runterziehen und knabbert das End ab. Ne? Eine hart erarbeitete Mahlzeit. Das dreijährige Anoa-Mädchen Kati ist eine Missetäterin. Sie hat zu doll gepiekt. Mit ihren scharfen Hörnern. Freddy Kuschel bringt das Opfer, ihre kleine Schwester Sunia, ins Kinderzimmer. So, komm, meine Kleine. Gehst du wieder in dein Häuschen, ne? Sunia ist erst ein Jahr alt, hat aber auf schmerzvolle Weise schon erfahren, was Anoas so alles können. Ja, wir haben ja probiert, die mit ihrer Schwester zusammenzubekommen, was mehr oder weniger immer gut ging. Aber am Sonntag, unglücklicherweise, kriegte die Große, ja, die wurde ausgesprochen aggressiv, hat also wirklich versucht, die ernsthaft zu hacken. Und die Hörner der Anoa sind ja nun mal sehr spitz. Und sie hat sie sehr unglücklich im Anus direkt erwischt. Es ist gar nicht zu sehen. Die deckt die Verletzung mit der Schwanzwurzel ab. Das ist also direkt im Enddarm drin, also so im letzten Stückchen hat sie dort also so 2 Zentimeter dort mal reingehackt. Und sie hat also arge Probleme beim Kot absetzen. Es tut nur weh. 2 Wochen lang sah alles nach harmonischer Geschwisterliebe aus. Und jetzt das. Es ließ sich also sehr gut ja eigentlich an, dass es dann so endet. Ja, haben wir nicht so unbedingt vorausgesehen. Und es ist eigentlich schade, weil es wäre recht schön gewesen, die beiden Tiere zusammen zu haben oder zusammen zu kriegen. Aber man kann es halt nicht erzwingen. Jetzt muss Sunia zu ihrem eigenen Schutz erstmal alleine bleiben. Zum Trost gibt es eine Extraration Heu. Ja? Und die Verwandten. Das ist doch die sind ja in Rufweite. So. Alles bestens, hä? Rundrum ruft's überall. Der Onkel und die Schwester. Die Schwester. Die sitzt auch alleine. Muss ich ihre Hörner irgendwie anders abstoßen. Hier soll jetzt gleich ein Geier fliegen. Na, hier vorne, ja? Okay, ich zähle, ja? 1, 2. Schön. Genau. So, dein neues Zuhause. Brauchst nicht wieder mitkommen? Kannst drin bleiben. Oh, das ist sicher. Mit Angst. Neue Umgebung. Du bist nicht allein. So siehst du. Nö. Von oben beäugen schon die anderen. 3 Frauen und 5 Männer. Die Lady vom Land. Was triffst du hergezogen? Okay. Muss ich erstmal hier. Ja, da muss ich erstmal Last rein aushalten, weil wir als Tripsdrill kommen. Ja, wirklich aus der Provinz. Ja. Freut sich, dass ich ihre Flügerisch aufmachen kann. War ja ein bisschen eng bis jetzt. Aber hübscher Vogel, ha? Sind hübsch, die Geier, Gänsegeier.
Nur mal von draußen gucken, was dann passiert. Ja, ich glaube dir. Störe ein bisschen. Nun muss die Neue alleine klarkommen. In Leipzig. Mal sehen, wie es von außen aussieht. Denn solange man da ist, ist es immer noch was anderes. Aber wenn sie sich relativ unbeobachtet fühlen, mal sehen. Gut. Ob sie hier bald Anschluss findet. Danke. Die Antilopen werden jetzt vor die Tür gekehrt. So ist fein. Vorwärts. Begeisterung sieht anders aus. Und ab geht's. Los. Vorwärts. Ah, da kommen sie. Das erste ist der Bock mit der roten Ohrmarke. Vorwärts, los! Ja, und die würden jetzt auch wieder umdrehen. Also, man ab. Sieht schon, so richtig gierig sind sie nicht drauf. Los! Los, raus! Aber das hängt eben damit zusammen, dass eben drei seiner ja, erwachsenen Weibchen faktisch Marco, fehlen. Kannst du mal noch einen Schritt kommen? Mhm. Hey! Komm! Ganz stolz. Ne? Macht doch schon ein bisschen Betrieb. Wenn so drei seiner Weibchen verlustig gehen, das ist schon ein bisschen ja, bedenklich mal, für ihn. Ne? Auch seine Favoritin seine dabei. Favoritin ist. Dabei ist, ah. Also. Ah. Da wird doch schon ein bisschen lebhaft, der Kollege. Ja. Die hängen dann quasi immer so zusammen und das mag er halt nicht so, aber ist halt nur für kurze Zeit. Gut. Für des Bockes Lieblingsweib Maremba und die anderen beiden Mütter gibt's jetzt im Stall eine Stärkung. So, dann machen wir hier einfach mal so vier Häufchen. Sind zwar nur drei Tiere, aber man macht ja in der Regel die ja, Futterplätze eh ein bisschen mehr als die Tieranzahl es eigentlich voraussetzen würde, damit die einfach in Ruhe fressen können und sich da nicht halt so ins Gehege kommen und gegenseitig irgendwie da bedrängen. So, und jetzt werden die einfach nur rübergelassen. Ein letztes Mal werden an diesem Tag die Seiten gewechselt. Jetzt wäre das soweit erledigt sozusagen. Die sind jetzt hier drüben, haben ihr Zubrot, fressen, sind, wie man hört, ja auch jetzt im Vergleich zu gerade eben noch sehr ruhig. Und wir können jetzt hier die Stallreinigung und Vorbereitung fertigstellen und damit hat sich dann erledigt. Wenn die hier dann älter sind, dann dürfen sie auch mit raus. Auf die große Savanne. Andreas Franz weiß nur Hartnäckigkeit führt ans Ziel. Aber doch zu verfressen. Der Schnapper geschnappt. Und jetzt muss ich ihn rausfangen mit dem Kescher. Bleiben Sie mal friedlich, junger Mann. Ja, 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 ja. So. Nummer 1 von 50. Jetzt kommt er rüber in die Seewasserquarantäne. Übergangswohnung. Lothar, kannst du mal mit anfassen? Ich will jetzt hier drüber. Fass mal mit an, ich will hier mal drüber heben. Den Schnapper, ne? Den wollte ich ja zuerst haben, weil der ja, wenn der so rumtöbt. Das setzen wir so rein mit dem ganzen Eimer und gießen lassen dann rausschwimmen. Dass der nicht rumrammelt. Raus. Geht's jedenfalls schneller als rein. Der war schon wichtig, ja. Ja, den wollte ich ja unbedingt als erstes fangen. Nee, das ist schon ganz gut.
dass es so gelaufen ist. Jetzt können wir noch ein bisschen das restliche Futter verfüttern, vielleicht kriegen wir noch ein paar. Ja, jetzt sind es ja nur noch 49. Gut alleine klang. Aber jetzt sind sie müde vom anstrengenden Tag im Zoo. Hinter den Kulissen bringt Freddy Kuschel Fressen auf Rädern. Ja, Tiger, du darfst auch gleich. Saftige Braten. Das ist für die drei kleinen Tiger und für die Mutter. Die ja halt verständlicherweise zum Abend gefüttert werden. Um den Kleinen vor allen Dingen einen Anreiz zu geben oder überhaupt den Tigern einen Anreiz zu geben, am Abend reinzukommen. Tischlein deck dich bei Familie Tiger. Da hat jeder seinen Platz, wobei die würfeln dann sowieso noch mal. Zuerst darf Mutter Tiger futtern. So, nun probieren wir es mal. Probieren? Immer. Der Speisesaal allerdings ist noch geschlossen. Ha, die Tür noch zu? Ah, ihr Armen. Ihr Armen. Tiger, es geht gleich los. Gleich kriegst du deine Kinder. Zwei auf einen Streich. Ach, der dritte fehlt noch. Was ist los? Ich bin erstaunt, dass er also nicht auch hier runterkommt. Ey, was ist denn? Hast du den Anschluss verpasst? Sieht ganz so aus. Die Geierdame ist am Boden geblieben. Aber das macht Konstantin Ruske keine Sorge. Er kennt seine Pappenheimer. Aber was man jetzt hier wieder eigentlich ganz gut sieht, dass die saß ja nun die ganze Zeit in so einem kleinen Käfig, dass die jetzt nicht erstmal sagt, oh, jetzt fliege ich mal schön ein paar Runden, weil jetzt kann ich endlich wieder fliegen. Sondern dass sie eben zwar natürlich versucht, irgendwo hochzukommen, dass sie aber eben nicht aus Spaß fliegen. Ne? Die sitzen eben rum und gucken, ob irgendwo was zu fressen liegt. Und wenn sie dafür nicht fliegen müssen, dann umso besser. Aber langsam wird der Kurator dann doch ungeduldig. Also auf dem Baum könnte sie sich ja nun wenigstens noch setzen irgendwo. Ich kriege aber trotzdem ganz schön Wind oder Flüge, also gut in Kondition ist es schon. Und? Macht sich da oben gleich ganz schön breit. Imponierend, das kann die sich jetzt nicht leisten. Das ist jetzt erstmal nur hier mal alles wieder in Form bringen und sich ein bisschen ausschenken. Ja, die anderen gucken jetzt bloß noch. Ist jetzt keiner hingegangen, der irgendwie versucht, sie zu beißen oder da runter zu scheuchen, um ja, zu zeigen, vielleicht, dass er hier alt eingesessen wäre und sie dort nicht duldet. Im Moment sieht es gut aus. Zu dem Platz an der Sonne fehlt jetzt nur noch der richtige Mann. Während hier unten schön getafelt wird. Will der da oben sich nicht so einfach abspeisen lassen? Was ist los? Hier ist offen.
Du darfst. Jetzt hat er mitgekriegt, dass es da was zu fressen gibt. Na, bitte. Die haben sich erst mal hier ihre Portion gesichert und jetzt sitzen sie alle vier in aller Ruhe an dem Fressen. Man wechselt auch mal unterwegs oder ja, im Laufe des Fressens, weil es könnte ja sein, dass der eine ein wohlschmeckenderes Stückchen hat. Aber dann einigen sie sich, also es gibt kaum irgendwelchen großen Stress um die Portion. Ganz im Gegenteil. Hier haben sich alle zum Fressen gern. Das ist ja ganz normales Pflegeverhalten eben noch. Das gehört ja bei Katzen halt dazu. Dieses Ablecken und Kontakt aufnehmen über das Ablecken. Die haben es zwar nicht mehr nötig, die Kleinen, so gepflegt zu werden, aber es gehört letztlich dazu, dass sie halt noch ja, Streicheleinheiten bekommen. Und das macht sie prima. Eine richtige Familienidylle. Ach ja, und Arguns Beinverletzung ist längst wieder Geschichte. Ja, das ist also schon lange wieder sehr gut verheilt. Die Therapie, der hat ja doch etliche Medikamente auch bekommen über die Zeit und während der Zeit dieser schlimmen Erkrankung. Aber es ist schon eine ganze Weile völlig abgeheilt. Der ist in keinster Weise mehr gestört jetzt in seiner Bewegung und spielt und tobt den ganzen Tag mit seinen Geschwistern rum. Perfekt gelaufen. So, Freunde, gute Nacht. Das war's. Am nächsten Morgen. Thomson Gazelle Weiße Ohrmarke trägt immer noch den Gipsverband. Marco Mehner schaut jeden Tag vorbei. Ah ja, so ist der. Also ich meine, er liegt natürlich viel. Also das ist ohne Zweifel, aber der läuft von alleine rüber und hinüber. Wie gesagt, der kackt meistens da drüben, hier schläft er oder liegt er viel. Also er macht an sich schon recht fitten Eindruck, so den Umständen entsprechend. Und wenn man hier reinguckt, da liegt er so da und guckt ihn an und macht also nun nicht den Eindruck, als wollte er ja, jeden Moment ableben. So, da ziehe ich jetzt mal hier auf. Dann muss man hier allerdings mal, von alleine läuft er dann nicht los, man muss ihn immer ein bisschen anstupsen. Geh rüber. Der läuft faktisch wie ein dreibeiniger Hund. Schon bald hat die Gazelle einen Termin beim Professor. Ob der aus einem dreibeinigen Hund wieder einen vierbeinigen Bock machen kann, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Außerdem schwere Erdarbeiten bei den Erdmännchen. Elefant, Tiger und Co. Also, bis dann.